Minasan, Ayo, Konnichiwa, Konbawa, Spazen des und willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Und heute erzähle ich über meinen Urlaub in Sizilien, wo ich in etwa aufgewachsen bin. Denn es gab viele lustige, aber auch bescheuerte Momente, wo ich mir denke, so, warum? Ja, darüber reden wir heute, weil ich hoffe, ihr habt viel Zeit, denn das Video wird ein bisschen länger, als ihr es gewohnt seid. Auf jeden Fall geht's den Tag, wo wir hinfliegen. Ja, direkt am ersten Tag ist was passiert. Wir sind mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren. Und ja, meine Mutter hatte halt Panik, dass wir den Bus nicht kriegen. Deswegen hat sie das Auto mit den Koffern beladen. Sind eine halbe Stunde vor Busankommen schon da gewesen, an der Bushaltestelle. Da habe ich gesagt, oh, ich habe in der App nachgeguckt, der Bus hat Verspätung. So, oh mein Gott. Meine Mutter kotzt sich denn jetzt schon aus, so, oh, wie kann das sein, wir müssen doch schon am Flughafen sein, 2 Stunden vorher, bla bla bla. Und dann kam der Bus doch pünktlich. Aber wie der Busfahrer gefahren ist, Alter, puh, Vollbremsung hier, Vollbremsung da. Du, wenn du dich nicht festgehalten hättest, du wärst auf dem Boden, ne? Mit Kopferschütterung oder so, ne? Das war auf jeden Fall eine sehr turbulente Busfahrt. Aber manche Busfahrer fahren echt gemütlich und manche geben Vollgas und bremsen dann mit Vollgas, Vollbremsung und so. Wo ich mir sage, Alter, übertreib doch nicht. Was ist los mit dir? Klar, du hast einen Zeitplan, aber wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Ne? Das ist. Naja, die Zeiten sind auch ziemlich knapp bemessen, muss man sagen. Als wir am Flughafen gekommen sind, haben wir zufälligerweise meine Oma und meinen Opa getroffen. Normalerweise fliegen sie schon April, Mai nach Sizilien, aber weil mein Opa ein bisschen älter ist und so und Ärzte braucht, haben sie später einen Flug genommen und das war genau an dem Tag mit demselben Flugzeug mit uns zusammen, was ziemlich zufällig war, weil wir wussten gar nicht, dass sie erst noch da sind in Deutschland, weil es sehr ungewöhnlich ist. Und dann haben sich meine Mutter und meine Oma verabredet, dass wir zu denen kommen, in die Heimat und essen dann zusammen zum Mittag. Und das war's dann auch schon, ne, mit Opa und Oma. Und wir haben zum allerersten Mal unsere Koffer selbstständig abgegeben. Wir haben gar nicht gecheckt, warum es nicht ging, ne. Es gibt ja diese Barcodes, ne, und mit Namen und so und ich habe halt Boardingkarten auf mein Handy gehabt, diese Tickets, Online-Tickets halt oder Handy-Tickets und es muss mit dem Kofferband zusammenhängen, sonst geht das nicht und wir haben es gar nicht gecheckt, bis ein Mitarbeiter kam und uns das gesagt hat, weil wir es noch nie gemacht haben und das war ganz neu anscheinend, weil meine Mutter ist schon mal im Mai nach Sizilien geflogen, um sich das die Wohnung anzugucken, wo wir übernachten. Da gab es noch nicht am Flughafen. Dann sind wir ganz schnell durch die Kontrolle. Ich habe meine Sachen rausgeholt aus dem Rucksack, weil sie haben gesagt, Taschen leeren und so weiter. Ich habe meine Switch ausgepackt. Ich habe die Tasche von der Switch aufgemacht, damit sie alles sehen. Da habe ich meine 2 Handys hingelegt, meine 2 Ladekabel vom Handy von der Switch noch und was weiß ich, was ich noch hatte an technischen Zeug. Achso, ich hatte noch Tabletten im Rucksack, was ich essen will. Weil im Flughafen gibt es wahrscheinlich nichts aus Weizenmehl-Ersatz oder sowas, sondern ja, alles aus Weizenmehl. Doch, es gab was. Aber das war ziemlich bedauerlich, was es dort gab. Ja, und dann sehe ich, mein Rucksack kommt, aber meine andere Sache oder diese schwarze Kiste kennt ihr ja am Flughafen. Die ist nicht zurückgekommen. Hä? Ich dachte mir, wo ist die scheiß Dinge? Junge, ich brauche meine Sachen, sonst. Ich hatte schon Panik, Schweißausbruch kommt schon, oh mein Gott. Und dann gab es einen anderen Bereich, nach dieser Scan-Kontrolle.
und so, dass man da hingehen muss und sagen, ja, das ist meins, was ist denn da los? Und dann haben sie irgendwelche Geräte rausgeholt, haben irgendwas gemessen, dann habe ich die Sachen zurückbekommen. Ich so, hä, was zur Hölle? Ist das ungewöhnlich, dass man zwei Handys hat? Oh, Mann. Naja, das eine ist für YouTube und das andere ist privat. Also von dem her, ne? Oder für Social Media Zeug machen. Damit ich auch nicht meine privaten Daten veröffentlichen muss, ne? Einige denken sich so, hä, warum machst du dir einen WhatsApp-Account für Unternehmen und so? Ey, es hat Sinn, ja? Es hat Sinn. Es ist nicht meine private Nummer. Von dem her, ihr könnt mich privat kontaktieren. Und ja, diese Channels, die es bei WhatsApp gibt, da kann man nicht als Abonnent oder sowas, wie man es da auch nennt, nicht schreiben, sondern nur der Creator. Und das finde ich doof. Deswegen habe ich so gemacht. Und manche haben auch kein Discord oder dürfen kein Discord haben, aber WhatsApp, und deswegen passt es auch wieder. So, danach habe ich meine Sachen geholt, den Rucksack rein verstaut nach 1-2 Minuten, weil es waren echt viele Sachen. ja, sind wir halt runter zum Gate, wo man sich anstellt, so, ne? Wo man sich hinsetzt und wartet auf den Flug. Und dann kommt das Größte. Dann steht da am scheiß Schalter 1 Stunde Verspätung. Keine Ahnung wieso. Eurowings, Dankeschön dafür. Ja, ich habe halt dann die Zeugnisse, die ich aus Versehen mitgenommen habe, von meinen Schülern durchgelesen, was die Klassenlehrerin geschrieben hatte und so. Ja. Was soll ich sonst eine Stunde machen? Nach 1 Stunde durften wir ins Flugzeug rein. And by the way, der Flug ging eigentlich um 18 Uhr los. Wir sind erst um 19 Uhr zum Flugzeug gekommen. Und dann haben sie nochmal eine halbe Stunde gewartet, worauf auch immer. Was war auch immer der Tower zu den Piloten gesagt hat. Also wirklich, 1,5 Stunden sind wir erst geflogen. Ja. Ich weiß auch nicht. Ach, und apropos Flugzeug, ne? Bevor wir zum Flugzeug gekommen sind, gibt es ja diese Busse, ne, wo sie einen zum Flugzeug fahren. Und wir durften nicht rauskommen. Warum auch immer. Ja. Keine Ahnung. Vielleicht wegen den Rollstuhlfahrern, die auch mitfliegen. Die kommen erst dran und dann wir. Der Mitarbeiter, Bodenpersonal, wie auch immer das nennt, hat gesagt, ja, wir machen nur die Tür auf, damit ihr auch Luft bekommt, weil es übelst heiß ist. Ihr müsst noch warten. Ey, wir standen da wirklich 20 Minuten an einem scheiß Flugzeug, weil ich weiß nicht, was da los war. Vielleicht haben die Koffer nicht gepasst oder was weiß ich, Rollstuhlfahrer, keine Ahnung, nicht hochgekommen, was weiß ich. 20 Minuten, Alter, in der scheiß Hitze, gegen der prallen Sonne. Alter, du durftest den Bus nicht verlassen. Du hast auch noch gekuschelt mit Menschen, das war auch wundervoll. Schweißgebadete Menschen. Klar, im Sommer schwitzt man, ich habe auch geschwitzt. Nur bei mir, ich schwitze halt nur am Rücken und an der Stirn, sonst gar nicht. Komischerweise. Vielleicht habt ihr auch solche komischen Körperstellen, wo ihr denkt, hä, ich müsste doch schwitzen, aber da tue ich es nicht. Naja. Jedenfalls, das war dann auch so ein Erlebnis, wo ich dann so. Anstatt 20 Uhr kommen wir halt 22 Uhr an. Ja, und das war auch relativ entspannter Flug, ne? Es gab halt kein WLAN, schade eigentlich. Weil Eurowings hat manchmal WLAN, manchmal nicht und mal gucken. Und nachdem wir gelandet sind, waren wir einer der ersten, die unsere Koffer bekommen haben. Wir drei hatten 3 verschiedene Koffer und die sind, ja, innerhalb der ersten Minute alle gekommen. Und wir hatten Glück, das hatten wir noch nie im Leben. Eigentlich müssen wir so 10, 20 Minuten warten, aber in dem Fall gar nicht, Alter. Das war, wir sind gekommen, Koffer kommt, ah, geil, ah, von Mama ist da, meiner ist da, von meiner Schwester ist da, perfekt. Ja, da sind wir zum, raus aus dem Flughafen gekommen und am Flughafen gibt es ja in Sizilien, zumindest in Catania, ich weiß nicht, wo es wie anders ist, da gibt es ja Shops, ne, und da gibst du Arancinis zu kaufen mit Ragout, Pistaziengeschmack innen drin, dann viel Käse, viel Schinken und so weiter. Ich habe Ragout genommen, war richtig lecker. Für ein Flugzeug, Flughafen, Essen war das echt lecker, also wirklich 10 von 10. Da habe ich auf meine Allergie verzichtet, weil im normalen Fall kriege ich jetzt nicht so viel Bauchschmerzen, wenn ich einen Arancini esse, weil das meiste ist ja Reis und nur die Panade ist halt Brot. Das macht nicht so viel aus. Dann sind wir vom Kumpel abgeholt worden.
der uns in die Stadt gefahren hat, wo wir übernachten. Und das war eine Autostunde Fahrt entfernt. Ja, also war nicht so geil. Vor allem das Auto hatte nicht mal Anschnallgurte. Ja. In Italien ist es obsolet, ob man sich anschnallt oder nicht. Wirklich krass. Klar gibt es auch Autos, die piepen und so, aber es gibt viele Autos, die piepen nicht. Das heißt, du musst dich nicht anschnallen, weil es den nicht juckt. Aber wie manche Autofahrer sind, ey, die überholen dich einfach ohne zu blinken oder irgendwas anzuzeigen, dass sie jetzt überholen. Und Motorradfahrer sowieso durch die Autos zwischendurch und bla bla bla, ey, das war, also in Süditalien Autofahren, viel Spaß, wenn du nur deutsche Autos, Bahnen oder Straßen gewohnt bist, viel Spaß, wirklich viel Spaß, da musst du schon Profi sein und viel Autoerfahrung haben. Ja, und ja, dann sind wir zu einer Bahn gekommen. Und da haben wir Wasser getrunken und haben gequatscht und so. Und dann kamen wir kurz vor Mitternacht oder sowas zur Wohnung. Und der hat alles erklärt, wie es da abläuft, was man da beachten muss, dass man im Wasser anmacht. Ich weiß jetzt nicht, wie es auf Deutsch heißt, diese Wasserpumpe halt anmacht. Sonst kommt kein Wasser und da kommt auch noch kaltes Wasser raus unter der Dusche. Und wie die Spülmaschine funktioniert. Dann sind wir schlafen gegangen, weil es war schon nach Mitternacht. Also es war wirklich sehr stressig. Wir sind, ja gut, wir sind auch abends geflogen, deswegen war es nicht so stressig, so müde. Aber gut, am nächsten Tag musste der Vermieter kommen und uns alles erklären, wie es hier funktioniert, weil ja, Sizilien klauen viele Sachen, viele Menschen und ja. Hat uns erstmal den Schlüssel für den Parkplatz gegeben, wenn wir uns das Auto abgeholt haben und so weiter. Weil da gab es ja diese Absperrbände oder Absperrbände, obwohl diese Stangen, ne, die man rausnehmen kann. Kennt ihr bestimmt. Ja, hat uns nochmal alles erklärt. Aber er kam anstatt 10 Uhr, was abgemacht wurde, um 10.30 Uhr. Ja, er kam um 10.30 Uhr. Das ist typische sizilianische Pünktlichkeit. Halbe Stunde später kommen als geplant. Und ja, meine Mutter hat gedacht, ja, das Auto müssen wir erst um 12 abholen. Das heißt, es könnte noch reichen, wenn wir dazu kommen, ne? Aber meine Mutter hat so einen Tick und löscht alle E-Mails, die sie nerven. Und das war eine wichtige E-Mail, um den Standort vom Auto zu ermitteln oder zu kriegen, wo man hinfahren muss. So, dann rätseln wir rum, wir schauen auf die Homepage, wo wir das Auto gebucht haben. Es gab keine Kontaktmöglichkeit. Es gab nur eine irische Nummer wegen Versicherungen und Schaden am Auto und eine spanische Nummer von der Hauptzentrale. So, hä? Okay. Wo ist die italienische Nummer? Gibt's die überhaupt? Gibt's überhaupt eine E-Mail-Adresse, wo man vom Italien aus da kontaktieren kann? Haben wir überall gesucht, Impressum, irgendwas. Da kam immer nur diese scheiß spanische Nummer. Dann haben wir irgendwann die irische Nummer angerufen. Was gar keinen Sinn gemacht hatte. Aber gut. Das waren schon eine Stunde, ne? Eine Stunde später als Auto abholen. Müssen. Vom Datum, von der Zeit her. Da haben wir herumgerätselt. Hä, wie kann das sein? Ruft man die irische Nummer an. Dann stand, da kam so eine Durchsage, jo, welche Sprache benötigen Sie, um mit einem Mitarbeiter zu sprechen? Haben wir Italienisch gewählt. Ne? Dann hat uns der Versicherungstyp irgendwie geholfen, gesagt, wo wir hin müssen. Beziehungsweise nicht gesagt, stimmt. Er hatte keine Daten dazu. Weil diese eine Nummer, die sie brauchen, hat meine Mutter gelöscht. Weil es in dieser E-Mail stand. Und ich hatte nur diese Nummer, was eigentlich nicht gebraucht hätte müssen oder so. Obwohl es auf der Homepage stand, behalten Sie diese Nummer. Sie brauchen sie dringend. Von wegen. Wir hätten die andere Nummer gebraucht, die nur per E-Mail kam und meine Mutter es gelöscht hat.
Ja, super, gell? Da stand wahrscheinlich auch der Standort, wo wir das Auto abholen. Und ich sag mal so, es war noch viel schlimmer, ja? Ja, wir waren nicht nur eine Stunde zu spät, sondern wir haben die spanische Nummer angerufen und der Typ konnte zum Glück Italienisch, weil der irische Typ, den wir angerufen haben, hat uns nicht geholfen. Er hat gesagt, wir schicken ihm eine E-Mail mit den ganzen Daten. Da kam aber nur diese Standard-E-Mail, die meine Mutter noch nicht gelöscht hat. Ja, super geil. Dann haben wir die spanische Nummer angerufen. Nach 15 Minuten Warteschleife haben wir jemanden gehabt, der Italienisch gesprochen hat und uns die Adresse gegeben hat. Ja. Aber die hieß San Giuseppe, Via San Giuseppe alla bla bla bla. Ne? Aber meine Schwester hat da verstanden. Oder sowas ähnliches. Und sind zu einem Wohnhaus gekommen, wo es überhaupt nicht sein kann. Da haben wir Allah probiert. Anstatt A oder La. Von Straßennamen, weil die italienischen Straßennamen sind wirklich sehr lang. Wirklich sehr lang. Via San Giuseppe, Allah, bla bla bla, mussten wir hin. Vier. Mit der Hausnummer 4. Und was stellt sich heraus? Das ist die Adresse vom fucking Flughafen. Vom fucking Flughafen. Ohne Scheiß, ich verarsche euch nicht. Nach 2 Stunden oder 3 Stunden sind wir da hingekommen. Und wir haben auf Google Maps geguckt. Mit Satellitenansicht oder. Nee, mit Google Street View Ansicht, dass wir zu dieser Agentur kommen. Mit Auto Via oder sowas, ne? Dann sind wir hin. Voll angekotzt. Der Typ war voll unfreundlich, wollte uns nicht helfen. Ich so, ja, wir haben ein Auto gebucht und hier ist Auto Via. Ja, aber wo haben Sie die Adresse? Ihr Name ist nicht registriert bei uns. Ja, aber es kann doch nicht sein. Vielleicht ist es mein Nachname, weil ich das Auto bezahlt habe. Weil ich habe einen anderen Nachnamen als meine Mutter, by the way. Habe ich das mit meinem probiert. Und sagt, nee, gibt's auch nicht. Müssen Sie weitersuchen. Ja, wie weitersuchen? Ist doch hier, oder nicht? Ja, aber es ist doch einer von den anderen. Was für andere? Ja, andere 27, was auch immer, Agenturen. Das war okay, alles klar. Der will uns nicht helfen. Da sind wir zum anderen gegangen. Der nebendran, andere Agentur. Und der hat uns so versucht, uns zu helfen, wie es nur geht. Hab unsere Daten gegeben und hat herumgesucht, ist sogar rausgegangen, und hat uns versucht zu helfen. Dann habe ich nochmal diese fucking spanische Nummer gewählt. Nach 15 Minuten wieder kam eine spanische Frau dran, die nur Englisch und Spanisch konnte, aber Englisch mit einem spanischen Akzent. Und versucht dann mal was zu verstehen mit einem Akzent, plus noch Flugzeuge, die dauerhaft starten mit und du gar nichts verstehst. Ja, haben sie diesen Code? Also, nee, wir haben nur diese fucking Referenznummer und whatever. Ja, okay, ja. Nach 10 Minuten haben wir Englisch gecheckt, was sie gemeint hat. Agentur Surprise. Und dann kam der Typ, der uns helfen wollte, wieder zu uns und hat gesagt: Ja, wir müssen zur Agentur Surprise oder sowas. Ah, okay, das ist gleich um die Ecke. Warte, ich bringe euch hin. Ey, ungelogen. Das war das Chaotischste, was es gibt, wirklich. Das waren schon 3 Stunden zu spät, als das Auto abzuholen. Weil wir dachten, wir müssen das Auto um 12 Uhr abholen, wie es abgemacht wurde im Januar. Oder was auch immer. Und naja, sagen wir es so. Diese Zeit bezieht sich nur auf die Winterzeit. Das heißt, im Sommerzeit dreht man ja die Zeit 1 Stunde zurück. Ne? Und ich sag mal so, es ist ja sehr traurig gewesen. Wir waren nicht 3 Stunden zu spät, sondern 4 Stunden zu spät. Dann ist das Auto weg. Nach 1 Stunde wird's gelöscht im System und wird abgebrochen. Ja, und ich sag mal so, es ist relativ beschissen gewesen, denn wir mussten das Auto erneut buchen, aber diesmal nicht ein Ford, sondern Fiat Panda mit was auch immer, wie viel PS. Du brauchst eine Ewigkeit, bis du zu 100 km/h kommst. Im vierten Gang. Du beschleunigst und beschleunigst, du kommst nicht vorwärts. Du wirst einfach nicht schneller. Mehr als 110 schafft das Auto nicht.
Das war auch so geil. Aber, jetzt kommt das größte Aber. Das Auto hat nicht 400 Euro gekostet an den Tag, sondern 900. 900 Euro. Das war ein Schlag in die Eier. Plus noch 300 Kaution, die man dann zurückbekommt. Das heißt 1200 Euro für das fucking Auto, was nicht mal Navigationsgeräte hat. Nicht mal beschleunigen kann. Und ja. Ich sag mal so, das war eine sehr turbulente Fahrt auf der Autobahn. Dann müssen wir noch einkaufen, weil in der Wohnung hatten wir nichts zum Essen. Ja, ich sag mal so, wir haben einen Tag nichts gegessen. Außer ein paar Süßigkeiten, die wir noch mitgenommen haben. Ich sag's mal so, es war sehr lustig, weil danach sind wir einkaufen gegangen. Und wir hatten nur die Adresse ohne Hausnummer von der Wohnung. Nach dem Einkaufen sind wir herumgeirrt, eine Stunde lang herumgeirrt. Das Eis hat schon angefangen zu schmelzen im Kofferraum. Ey, Junge, und das ganze Fleisch und was auch immer noch wir gekauft haben, Getränke wurde auch noch pisswarm und... wirklich. Aber es war nicht mal ein guter Lidl, sondern ja, so ein kleiner Lidl, wie, was weiß ich, ein kleiner Lidl in Deutschland, nur halt mit italienischen Produkten. Das war auch eine Enttäuschung, weil wir sind halt andere Lidls gewohnt in Norditalien. Da gibt's Hähnchen zum Holen, das ist eingepackt und schön warm und schon fertig, dass du es schon sofort essen kannst, theoretisch. Das gab's das alles nicht. Oder eingelegte Auberginen mit Paprika und Olivenöl und Knoblauch, das gab's alles nicht. Das war echt eine Enttäuschung. Wirklich sehr, sehr schade. Und jedenfalls... Nach den Einkaufen sind wir halt versucht, in die Wohnung zu kommen. Aber wir hatten nur die Adresse, wie gesagt, ohne Hausnummer. Und diese fucking Straße verbindet ein Ortsteil zum anderen Ortsteil, der ja quasi 2 Kilometer entfernt ist. Diese Straße ist also fucking übelst lang. Und ja, wir haben die Adresse angegeben ohne Hausnummer. Und man muss sagen, das wird schon passen. Ja, aber ich habe auf Google Maps geguckt. Wir sind nicht mal an der Strandnähe. Der Strand ist 200 Meter von uns entfernt. Wie kann das sein? Ohne Scheiß, herumgeirrt. Navi hier, Navi da. Meine Mutter macht Navi mit Hausnummer 5. Ich mache mit Hausnummer 7. Meine Schwester versucht es immer noch irgendwie. Meine Mutter ruft den Kumpel an. Und sagt, ja, was ist die Adresse? Ja, wir so und so. Ne? Ja, aber wir brauchen die Hausnummer. Wir sind doch hier auf Via Dingsbums, ne? Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich habe jetzt andere Sachen zu tun, das tut mir leid. Ich versuche dir zu helfen. Ich versuche den Vermieter anzurufen. Ja. Weil meine Mutter hat doch die Nummer vom Vermieter nicht gespeichert. Das war auch eine geile Aktion. Wirklich. 1A-Aktion. Ach, jemine. Und ich sag mal so, das war ein Tag vor Ferragosto, ne? Ach nee, es war der 13., ne? Stimmt, der 13. Weil Ferragosto ist am 15. August, das ist ein Feiertag in Italien, das wird groß gefeiert mit Feuerwerk und so weiter, falls ihr es nicht kennt. Müsst ihr mal hin zu der Zeit, aber die Hotels sind richtig teuer. Also überlegt's euch, ob ihr ein Hotel nimmt mit 4 Sternen oder was auch immer, wie viele Sterne. Weil es wird richtig teuer, wirklich. Nicht übertrieben, ne? Ist nicht übertrieben. Ist fast wie Köln während der Gamescom. Jedenfalls haben wir nach einer Stunde gesagt, Moment mal, ihr seid doch einkaufen gewesen in so einem Minimarkt. Wie hieß denn der? Ja, Minimarkt so und so. Und das war doch an der Straße vom Strand. Und durch den Strandweg und durch diesen Minimarkt haben wir die fucking Adresse gefunden. Und zwar die Nummer 59, die am Ende vom Ortsteil ist, wo wir wohnen. Und wir sind auf dem anderen Ortsteil Anfang gewesen. Wirklich eine Katastrophe. Durch diesen Minimarkt, wenn meine Mutter nicht einkaufen gewesen wäre in diesem Minimarkt, hätten wir diese Scheißwohnung niemals gefunden. Wirklich. Also nach 1,5 Stunden haben wir die Scheiße endlich gefunden.
Das Eis hat es irgendwie überlebt im Kofferraum, keine Ahnung. Ist nicht so viel geschmolzen, wie ich dachte, tatsächlich. Und oi. Wir waren fix und fertig, hey. Schon das Auto mit 4 Stunden und noch extra bezahlen mit 1300 Euro. Was nicht mal ein schönes Auto ist. Kein Navi, kein Bluetooth. Wir konnten nur Radiomusik hören und Alter, und dann noch das Einkaufen. Da haben wir uns die Adresse gespeichert. Ich habe die Adresse gespeichert als Schnellzugriff in Google Maps. Das kann man ja machen. Naja. Dann hatten wir diese Probleme nicht mehr, die Wohnung zu finden. Da sind wir zum Strand gegangen. Es war schon 17 Uhr. Aber wir wollten unbedingt ins Wasser. Sind wir auch hin. Nach 2 Stunden sind wir zurück in die Wohnung. Und haben geguckt, was es dort zum Essen gibt. Und ja, wir waren so bei einer Cocktailbar. Wir haben nur Brot gegessen, was man untergekauft hat. Minimarket. Weil wir am Strand gegessen haben. Und dann sind wir abends zu einer Cocktailbar gegangen. Und ja. Es war so teilweise Burgerladen, aber auch thailändisches Essen. Und ja, ich war schon angepisst, weil es gab kein, ja, wie heißt es denn jetzt? Pina Colada trinke ich immer, aber alkoholfrei. Und naja, es gab's nicht, warum auch immer. Weil irgendwas, ich glaube, Kokossirup ist ausgegangen oder sowas. Da hat sie mir ja angeboten, ja, so einen Fruchtcocktail zu nehmen. So Waldfrüchte-Mix und so. Aber okay, machen wir halt. Ja, und das war auch halt unser Abend. Das war wirklich unser Abend. Mehr haben wir nicht gemacht. Am zweiten Tag, wo wir da gewesen sind, der 14., sind wir am Strand gewesen, gechillt, ja, und sie haben uns abgefuckt. Ich habe meine Füße verbrannt an den fucking Steinstrand, Alter. Wer auch immer Steinstände mag, Alter, du bist verrückt, Junge. Ja, ich kaufe dir auch Schuhe. Und dann habe ich mit einem Einheimischen geredet. Ja, die Schuhe sind eigentlich vollkommener Scheißdreck, wirklich. Also, man muss sich einfach nur dran gewöhnen. Weil die Schuhe kommen immer Steine rein und es tut noch mehr weh, als du jetzt barfuß laufen würdest, anscheinend. Habe ich gesagt, ja, es ist halt Gewohnheit. Ich bin halt das zweite Mal hier. Ich habe meine Füße so fucking verbrannt, Alter. Ich konnte meine Füße nicht mehr auf den Boden tun. Ja, wirklich furchtbarischer. Aber ich muss sagen, das Wasser ist wirklich sauber gewesen. Wirklich, man konnte die Steine sehen. Ich konnte sogar meine Füße sehen. Obwohl das Wasser sehr schnell tief wurde. 2 Meter und du standest schon in meiner Körpergröße so ungefähr 1,80. Circa, ja, mit 10 Spitzen, nach 2 Metern, ja, wirklich krass. Da können sich die Menschen, die kleiner sind, noch abfacken. Aber das Wasser war echt klar, du konntest sogar sehr weit sehen, wir sind auch ziemlich weit geschwommen. Du konntest noch bis zum Boden sehen, das war echt glasklar, wirklich. Super Wasser. Es war halt ohne Fische, weil Fische mögen ja keine Steine anscheinend oder so, weiß ich nicht. Warum? Ja, da haben wir einen Strandtag gemacht, sind wir abends essen gegangen, so 20 Uhr, waren wir alle fertig, haben ein bisschen Splatoon gezockt mit Zuschauern. By the way, danke an euch nochmal, einen schönen Abend mit euch in Splatoon und Call. War wirklich wunderschön. Und hat Spaß gemacht, wirklich sehr nice. Und jedenfalls, sind wir dann essen gegangen, dann haben wir gesagt, gut, dieses Restaurant hatte anscheinend einen Holzofen, dann gehen wir halt hin. Dann haben wir uns hingesetzt, dann haben wir diese QR-Codes gescannt für den Menü, diese Menükarten halt, und haben voll lange überlegt, über eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde überlegt, was wir essen. Ich nehme ein Steak, weil ich habe meine Tabletten vergessen, dann nehme ich Pommes dazu oder sowas, irgendwas, was dazu passt, Salat, irgendwas. Meine Schwester nimmt dann Meeresfrüchte, Salat und so weiter. Meine Mutter nimmt diese Nudeln, dann teilen sie sich die Nudeln mit dem Fisch und dann haben sie gemischte Gerichte miteinander, weil ich
generell niemals, wirklich niemals, von anderen Leuten aus dem Teller esse. Beziehungsweise ich lasse die anderen nicht aus meinem Teller essen. Das ist genauso wie mit Trinken. Ich weiß nicht wieso, ich bin der Einzige aus der Familie, der sich so ekelt. Meine Mutter und Schwester teilen sich eine Flasche und ich denke so, ekelhaft. Ich weiß nicht wieso, es ist einfach so. Nicht mein Vater, nicht meine Schwester, niemand darf das. Kennt ihr das auch? Habt ihr so auch einen Tick oder sowas? Ich finde es einfach nur ekelhaft. Spucke von anderen im Getränk oder im Essen. Oh nein, Gottes Willen. Da kriselt es mich. Da kriege ich schon Gänsehaut vom Denken. Jedenfalls kommt der Kellner und sagt, so, was möchten Sie haben? Ja, ich will ein Steak oder so, ne? Haben wir nicht. Hä, wie haben wir nicht? Aber es steht doch auf der Menükarte. Ja, heute ist Menüabend. 45 Euro pro Person oder Pizza. Ich so, ach, leck mich doch am Arsch. Gut, dann nehme ich eine Pizza glutenfrei. Das stand ja auf der Karte. Mit 4 Euro Aufschlag. Haben wir auch nicht mehr. Der Teig ist schon ausgegangen. Ich sag, du Wichser, Alter. Du Hurensohn, dachte ich mir so. Dein fucking Ernst. Dann nehme ich halt eine normale Pizza. Leck mich am Arsch. Dann renne ich halt nach Hause. Hole die fucking Tabletten. Habe ich gesagt, meine Mutter, ja, gib mir die Schlüssel, ich hole die fucking Tabletten. So. Ich renne schnell nach Hause, weil ich denke, oh, die Pizza wird doch bald kommen. Und so, ne? Ich hole die Tabletten voll aus Stress, damit ich meine Pizza essen, warm essen kann. Und was mache ich? Ich lasse den Schlüssel vorne am Schloss hängen und mach die Tür zu, geh zum Treppenhaus raus und mach das Tor zu vom Treppenhaus. Achso, by the way, was ich nicht erwähnt habe, wir hatten dann an den Abend Stromausfall. Das heißt, es ging keine Klingel und ich stand eine halbe Stunde da. Ich bin übers Balkon geklettert, dass wir reinkommen können irgendwie. Ich habe die Rollläden hochgemacht, aber alle Türen waren zu und Fenster ebenfalls. Das heißt, wir konnten nicht rein. Ich voller Panik fange an zu schwitzen, ruf meine Mutter an, ja, hey, hast du die Nummer vom Vermieter, hat er vielleicht einen Ersatzschlüssel? Und dann wird er schon abgefragt, was hast du schon wieder gemacht? Ich habe den Schlüssel an der Haustür hängen lassen und ich habe das Tor unten zugemacht. Ah, Alter, das war wirklich, das war wirklich katastrophal, ne, also wirklich furchtbar. Ja, und wir haben extra, oder was heißt extra, wir haben eine Stunde auf unser fucking Essen gewartet, wo die Pizza nicht mal gut war. Wir haben alle Pizza genommen, weil, als ob wir 45 Euro für ein Buffet bezahlen, wo Fisch drin ist, was ich nie mehr esse. Ja, nee, ist klar, 45 Euro pro Person, ey, ja, nee. Wirklich übertrieben, die Scheiße, wirklich sehr übertrieben. Oh mein Gott. Ja, ich komme schweißgebadet zurück aus Panik, weil ich, wenn ich Panik habe oder sowas, ich fange an zu schwitzen wie sonst was. Meine Mutter hat gesagt, was hast du gemacht? Du schwitzt ja voll. Ja, das ist Angstschweiß. Das, wenn ich mal in die Wohnung reinkomme. Die Klingel geht immer noch nicht, Stromausfall. Das war wirklich sehr, sehr anstrengender Tag. Und dazu kommt noch, ne, ihr kennt ja diesen YouTube-Shorts, den ich über den Äther gemacht habe. 15. August, Aetna, so und so viel Uhr, bricht aus. Das war an den Abend, genau an den fucking Abend, wo Laura ausgespuckt hat. Ja, das war nice. Die Panik steigt, man hat richtig die Lava gesehen, wirklich. Es war schon 2 Kilometer weit weg, aber man hat die Lava deutlich gesehen. Es war richtig rot und gelb und what the fuck, Alter. Wir hatten Angst, dass wir hier irgendwie evakuiert werden müssen. Weil ich habe schon beobachtet, dass Förster durchgefahren sind durch die Orte mit so Autos, wo es da drauf steht, die italienische Förster. Halt. Ja. Servizio Finestrale oder sowas, ne? Das ist das italienische Wort für Fürst oder Waldfürst. Jedenfalls kam halt nicht rein. Ich habe halt einen Schlüsseldienst angerufen, der 24 Stunden offen hat. Zum Glück wusste ich, was Schlüsseldienst auf Italienisch heißt. Sonst wären wir aufgeschmissen. ja, ich habe ein bisschen mein Italienisch geübt, bevor wir in Urlaub gegangen sind mit irgendwelchen Wörtern, die ich vergessen habe, wie sie heißen und so weiter. Ne? Ja, zum Glück habe ich das aufgefrischt. Weil so oft brauche ich gar nicht Italienisch.
in Deutschland. Meine ganzen Kollegen sind irgendwie Deutsche und ja, bauen wir halt nicht. Und da habe ich ihn angerufen, den Typen, ja. Ich habe gesagt, ja, schick mir ein Bild vom Tor und die Adresse per WhatsApp, weil ich nicht mit Schweizer Nummern schreiben kann oder nicht anschreiben kann, weil es dann zu teuer wird, wenn du es per SMS machst. Okay, alles klar, kein Problem. Ich gebe die Nummer von meiner Mutter, weil mein Handy, mein zweites Handy, war in der Wohnung drin. Das heißt, wenn ich die deutsche Nummer gegeben hätte, hätte eh nichts gebracht. Dann habe ich die von meiner Mutter gegeben und sie hat das Bild vom Tor gemacht. Dann hat er gesagt, alles klar, ich komme in einer halben Stunde. Und hat die Adresse gegeben mit Vor- und Nachname. Und wir warten eine halbe Stunde. Der Typ ist immer noch nicht gekommen. Ich weiß nicht wieso und ich weiß nicht, was der Typ getrieben hat. Dann warten wir noch eine weitere halbe Stunde. Das heißt, eine ganze Stunde waren wir schon vor der Haustür. Und plötzlich kam die Nachbarin, die dort gelebt hat. Und sie hat sich voll erschrocken, weil sie uns nicht kannte. Und dann mal die Situation gestellt, ja, das Haus hat uns Dings vermietet, den kennst du ja. So, ja, den kenne ich. Der hat dann uns vermietet. Wir haben leider einen Schlüssel vor der Haustür stecken lassen und wir kommen nicht ran, wir haben das Tor zugemacht. So, alles klar, dürfen wir reinkommen. Ja, kein Problem, ich lasse euch rein. Und ja, wir kamen dann zum Glück um 12:30. Oh mein Gott, ist das dumm, in die Wohnung. Und ja, gut, dann haben wir halt vor der Haustür getanzt, weil da gab es halt eine Bar, was Musik gemacht hat, haben wir Macarena getanzt und so von der Haustür. So richtig cringe. So richtig unangenehm. Weil was soll man sonst machen? Ne? Warten und warten und warten. Dann habe ich den Typen zurückgerufen. Ja, du brauchst nicht kommen. Die Nachbarin ist gekommen und hat die Tür aufgemacht. So, alles klar. Ich komme nicht mehr. Das heißt, der Typ ist nicht mal losgefahren. Nach einer Stunde. Was hat der Typ getrieben, sag mal? Also ich verstehe sowas nicht. In Deutschland haben wir auch so einen Fall gehabt mit dem Schlüsseldienst, aber es ist eine andere Geschichte. Die erzähle ich irgendwann mal anders. Mann, oh Mann, oh Mann. Nun ja, ich sage mal so, da habe ich denen gesagt, ja, brauchst du mal kommen, habe ich abgesagt und da kam auch keine Rechnung bis heute, dass es zu bezahlen gibt. Ja, das war der zweite Tag. Also, was ich noch vergessen habe, war am ersten Abend, am richtigen ersten Abend, nicht wo wir angekommen sind, sind wir durch den Strand gelaufen und so. Und da gab es eine Mutter mit einem Kind und einem Vater, also eine Familie. Das Kind war vielleicht 3-4 Jahre alt mit so einem Roller und fährt über eine Wasserpfütze. Und die Mutter gesagt, fahr nicht über die Wasserpfütze. Das Kind guckt die Mutter an, fällt in die Wasserpfütze rein und die Mutter sagt, original, ich werde es zitieren und dann auf Deutsch übersetzen. Ma che sei scemo tu? Cosa ti ho detto prima? Das war so teilweise Dialekt und ja, heißt sowas wie übersetzt, sag mal, bist du bescheuert? Was habe ich dir vorhin gesagt? Fahr nicht über die Wasserpfütze. Ey, das arme Kind hat uns leid getan. Wie kann man so als Eltern reagieren, wirklich? Ich meine, Kinder dürfen doch dreckig werden. Dafür sind doch die Klamotten doch da. Ich meine, klar, Eltern werden auch dreckig, aber dann fragen sie sich richtig ab, Mann. Aber Kinder haben kein Schamgefühl. Die sagen, oh, da ist ein Fleck, egal, Mama kann waschen. So, das ist der Gedanke dahinter. Aber das, ich würde als Vater nicht so reagieren wie die Mutter. Ich würde sagen, ja, ich hab's ja gesagt, dass du nicht über die Wasserpfütze fahren sollst, weil es genau sowas passieren könnte. Aber gut, da musst du jetzt damit durch. Dann gehen wir halt nach Hause, zieh mal dich um und dann gehen wir nochmal raus. Wie kann man so als Mutter reagieren? Wirklich, das ist so typisch sizilianische Mutter, hey. Ach, furchtbar. Und seitdem ist es ein Running Gag bei uns so, ne? Das zu zitieren, wenn was Dummes passiert. Matze, ich immer du. Das war einfach richtig geil. Ach, ja. Und ja, das war halt, das waren die ersten 2 Tage, ja. Das waren nur die ersten 2 fucking Tage, wo was passiert ist. Ach, ja.
Was habe ich denn sonst noch aufgeschrieben? Ich muss mal kurz in meine Notizen gucken. Achso, das habe ich erzählt. Ja, wir haben uns im Ort geirrt. Ja, ja. Achso, meine Mutter und meine Schwester haben sich gestritten, weil sie streiten sich immer. Keine Ahnung, warum. Irgendwas hat meiner Schwester nicht gepasst, dass sie müde ist, dass sie immer so früh aufwacht, wegen meiner Mutter, weil sie immer so früh aufsteht. Und bla bla bla, meine Schwester hat sich dann abgefuckt und der Kumpel von meiner Schwester ist in Kalabrien gewesen mit seiner Familie und er hat sich gelangweilt, weil die haben nichts gemacht, außer am Strand liegen und essen gegangen. Wir haben wenigstens was gemacht und das hat er mit uns gemacht tatsächlich. Hat viel Spaß mit uns gehabt. Wir sind auch zu anderen Stränden gegangen, mit Sandstrand, weil wir sind Sandstrand-Fans. Und ich sag mal so, wir haben auf italienische Art geparkt. Also ihr kennt ja diese durchgestrichenen Plätze, ne, wo man nicht parken darf in Deutschland. In Italien ist es obsolet, ob man da parkt oder nicht. Obsolet heißt sowas wie nicht zwingend notwendig. Wir hatten halt keinen Bock mehr, Parkplatz zu suchen, weil es war eine andere Stadt, so eine halbe Stunde von uns entfernt. Giardini Naxos kennt ihr vielleicht, ist anscheinend mit einem sehr schönen Strand und so. Sind wir auch an den dritten Tag dahin gefahren und haben alles abgeklärt mit dem Kumpel, dass er dort ankommt und so, ne? Aber 2 Tage später. Das heißt, wir waren an dem Strand, aber der Strand war sehr mini. Der Sand war sehr heiß, aber nicht so schlimm wie Steine, weil die tun nicht so weh, wenn man draufläuft. Egal ob warm oder kalt. Aber das Wasser war so arschkalt, mein Gott, ey. Es gab manche Stellen, da hast du gefroren, dann war es wieder schön warm und dann war es wieder im Wechsel mit kalt und warm. Es war eine Katastrophe, wirklich. Ja. Was wir am Strand gegessen haben, war wieder Brot, das wir belegt haben von zu Hause. Ich habe mir wieder eine Tablette reingeschmissen oder reingepfiffen, damit ich das essen kann, weil es gab keine Toiletten irgendwie am Strand. Und ja. Dann sind wir wieder zurückgefahren nach dem Strandtag. Da gehen wir nicht mehr hin. Der Strand ist richtig scheiße. Das Wasser ist arschkalt und manchmal sehr warm. Und dann denkst du, schön warm, da bleibe ich hier und dann wird es wieder kalt. Dann sind wir nicht mehr hin. Nach einer halben Stunde Fahrt sind wir wieder da. Haben geduscht, haben wir wieder was gegessen. Ich weiß nicht mal, was wir gegessen haben. Ich weiß auch nicht. Ich habe auch nicht alles aufgeschrieben. Aber ja, die anderen Tage waren relativ entspannt, weil wir uns eingependelt haben. Mit dem Straßenverkehr, dies und das, Motorradfahrer fahren wie die Sau und Kreisverkehre in Sizilien sind irgendwie auch weird teilweise in Großstädten, weil es gibt 2 Spuren. Die eine, die Außenspur nimmst du, wenn du rausfährst und die mittlere nimmst du, wenn du ja weiter die nächste Ausfahrt nehmen möchtest oder eine andere Ausfahrt als die erste. Ey, bis du da gefunden hast, welche Ausfahrt du nimmst, dies und das, wir haben uns verfahren ohne Ende. Alter, das war wirklich furchtbar. Ja, und nach 2 Tagen ist der Kumpel von meiner Schwester gekommen. Haben ihn abgeholt und haben ihn bei uns einschließen lassen oder wie sagt man das auf Deutsch, verdammt nochmal? Naja, auf jeden Fall hat er seine Sachen abgelegt und so. Meine Schwester hat gesagt, ja, du kannst auf dem Sofa schlafen. Das ist so typisch beste Freunde. Oder? Zumindest was ich für YouTube-Clips gesehen habe, wo Sketches gemacht wurden mit Freunde versus beste Freunde, wenn sie bei einem übernachten. Ja, ich musste leider dann mein Bett mit meiner Mutter teilen. Sie hat sich abgefuckt, dass die Klimaanlage die ganze Nacht gelaufen ist. Aber ich habe halt geschwitzt und geschwitzt ohne Ende. Ich lasse halt die Klima beim Schlafen an. Nur das Komische war, wenn ich eine bestimmte Gradanzahl eingestellt habe, hat es jede halbe Stunde gemacht und dann war es wieder leise. Wo ich mir so, what the fuck, Alter, ist das normal?
Dann hat sich meine Mutter abgefragt. Ich sage, ja, mir ist warm. Ich will in Ruhe schlafen. Und nicht schwitzen. Also von dem her, entweder so oder was weiß ich, ne? Ah, das war schon relativ schwierig, muss ich sagen. Naja, und ich muss aber auch gestehen, als ich das Bett für mich alleine hatte, war es wundervoll. Ah, Mann. Als meine Mutter dazu lag mit dem Schnarchen und sowas, gut, ich schnarche wahrscheinlich auch oder so, weiß ich nicht. Das muss dann meine Ex fragen oder so. Ob ich schnarche oder nicht. Aber ich weiß es selber nicht. Also von dem her, weiß ich nicht. Naja, die Tage vergingen und vergingen. Wir haben uns eingependelt in der Gesellschaft. Alles war gechillt und entspannt. Wir haben Verschiedenes ausprobiert. Wir waren auch andere Städte. Essen und so, was ich da gefunden habe. Mit einem riesen Burger-Teller, mit Pommes, verschiedene Pommes. Am ersten Mal war ich glücklich. Riesen Burger, so viel Pommes. Aber beim zweiten Mal war es wirklich enttäuschend, muss ich sagen. Das war nicht mehr so lecker und weniger Pommes irgendwie, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht wieso, aber war sehr weird. Naja, für 10 Euro kann man nicht meckern. Ja, meine Schwester ist dann eines Tages früh aufgestanden, um den Sonnenaufgang am Strand zu erleben. Und naja, was war's dann auch für den Tag? Ah ja, wir waren einmal in Taormina, eine sehr wunderschöne Stadt, aber auch richtig teuer. Da gab es diese, ja, berühmte Straße, sage ich jetzt mal. Wo diese teure Läden wie Louis Vuitton und Guess und wie auch immer die ganzen Markenläden heißen. Und da gab es einen Laden, der hat sich auf Schokolade spezialisiert. Ja. Und da gab es diese Probierhäppchen von Schokolade. Und oh mein Gott, war das lecker. Leck mich am Arsch, Alter. So lecker. So eine leckere Schokolade habe ich noch nie gegessen, außer in der Schweiz. Das war gleichgestellt mit der Schweizer Schokolade. Wirklich geile Scheiße, wirklich. Wir haben leider nichts gekauft. Bedauere ich bis jetzt. Aber gut. Die eine Packung hat 14 Euro gekostet für 150 Gramm, Alter. Das war schon übertrieben. Oh Gott. Aber dann haben wir Taormina angeguckt. Also wirklich eine wunderschöne Stadt. Es liegt auf dem Berg und so, aber die Lichter mit den ganzen Yachten und so weiter und von den Städten, die drumherum sind, wundervoll, wirklich wundervoll. Da haben wir ein Arancino gegessen für 4 Euro pro Arancino. Aber das war so ein fucking guter Arancino. Das war der beste, den wir bis jetzt gegessen haben. Und da zahlen wir gerne die 4 Euro, wirklich. Das war so lecker. Wirklich sehr, sehr lecker. Und das Wasser, was wir noch dazu gekauft haben, 4 Flaschen, kosten eigentlich eine Flasche 4,50, aber der hat uns einen Rabatt gegeben, dass wir nur 1 Euro für Flasche bezahlen, pro Flasche. Das heißt, ja, ihr könnt euch schon mal rechnen, wir haben 20 Euro bezahlt anstatt 22 Euro. Also wirklich sehr nett und vorkommend. Wirklich sehr, sehr lecker. Da gab es sogar ein Pärchen, die haben sich gestritten, der Mann hat gegessen, die Frau war abgefuckt, warum auch immer. Immer diese Frauen, die nicht sagen, was hier mit denen los ist. Furchtbar mit euch. Kenne ich zu gut. Kenne ich von meiner Schwester ziemlich sehr gut. Wenn sie abgefuckt ist, lass mich jetzt in Ruhe. Und regt sich lieber noch mehr auf, anstatt das Problem zu sagen und eine Lösung dafür zu finden. Furchtbar, furchtbar, wirklich furchtbar. Naja, jedenfalls, was ein sehr leckerer Gino. Und die Schokolade, ey. Da gab es ja diesen berühmten Theater und so, aber da musst du, glaube ich, 22 Euro bezahlen, damit du reinkommst, obwohl es freistehend ist. Aber gut, an dem Abend haben sie Theater gespielt. Deswegen durften wir nicht einfach so rein. Und dann der Kumpel von meiner Schwester hat sich schon abgefuckt. Wir haben den Ort extra gesucht und so. Und naja. Ja, das war so halt die erste Woche, ne? Die zweite Woche, am Montag, sind wir zu meinen Großeltern gefahren. Die haben dort ein Haus. Nach fast 3 Stunden. Da stand erstmal bei Google Maps 1,5 Stunden Autofahrt.
Aber, Alter, an den Tag, ich weiß nicht wieso, aber es gab so einen fucking Stau wegen fucking Ticket ziehen für die scheiß Mautgebühren. Denn in Italien, weiß nicht, ob ihr da gewesen seid, gibt's ja diese Mautstellen auf der Autobahn, wo du ein Ticket ziehen musst. Und dann, wenn du die Autobahn verlässt, musst du bezahlen und das Ticket einlösen. Alter, wir standen da wirklich eine Dreiviertelstunde an der fucking Stelle. Es lag wirklich nur an den scheiß Autobahngebühren. Oder Mautgebühren. Alter, meine Oma hat schon angerufen. Ja, wo bleibt ihr denn? Wir haben Hunger. So, ja, wir stecken hier fest wegen dem scheiß Ticket und so ein Scheiß. Oh, meine Fresse, ey. Gut, dann kommt, wenn ihr kommt. Auf jeden Fall mal Hunger. Behalt euch. Ja, danach sind wir schnell 1,5 Stunden weitergefahren. Und dann sind wir endlich angekommen. In die Heimat, wo ich aufgewachsen bin, wo ich ein Video gepostet gemacht habe darüber. Dann werde ich euch in der Videobeschreibung verlinken und in der Endcard. Also bleibt dran und verpasst es nicht. Jedenfalls haben wir halt dort gegessen. Typisch Großeltern, vor allem mein Opa, Alter, der isst sehr gerne Hühnerfüße. Ja, Hühnerfüße, richtig gut. Ich weiß nicht wieso, aber er mag das total. Ich, keine Ahnung, ich habe keine gegessen, mag ich auch nicht. Den ganzen Knorpel und so. Naja, andere Generation halt. Habt ihr schon mal Hühnerfüße gegessen? Also ich habe schon mal Schnecken gegessen und so. Und Kängurufleisch, aber sonst, Pferdefleisch ist in Italien sehr üblich, so wie Rindfleisch bei uns in Deutschland. Oder Schweinefleisch. Aber sonst Schnecken und Känguru habe ich mal probiert. Pferdefleisch, naja. Ja, ungern. Ey, meine Oma hat so viel gemacht. Sie hat Focaccia gekauft. Hat selber Tomatensauce aus frischen Tomaten gemacht. Alter, das hat mir so gut geschmeckt, Alter. Oh mein Gott. Und dann noch Rindfleisch oder Rindfleischschnitzel oder Rindfleischschnitzel oder wie auch immer das heißt. Rindschnitzel. Dann hat sie, was hat sie gemacht? Achso, Nudeln, wo ich Tabletten genommen habe. Dann hat sie eingelegte Sachen gemacht. Oliven, Paprika und Auberginen und was gab's noch alles? Es gab sehr viel Salat, gab's noch. Ey, ich hab so geplatzt vor Essen, wirklich. Ja, und nach dem Essen haben wir noch geredet und gechillt und so. Und dann sind wir zum Friedhof gegangen und haben unsere Dinger. Meine Oma und meine Oma am Friedhof gesucht und besucht. Und falls ihr nicht die italienischen Friedhöfe kennt, die sind so aufgebaut, dass die Grabsteine nicht so wie in Deutschland sind, unter der Erde und so, dass die Leiche da liegt und nach 30 Jahren wird das Grab komplett weg sein. In den italienischen Friedhöfen ist das so, wenn du tot bist und dort vergraben bist, dann bleibst du für immer. Dann bleibt dein Grabstein für immer. Und ja, meine Familie ist schon relativ wohlhabend, sage ich jetzt mal. Die hat ein ganzes Haus oder ein ganzes Gebäude für Grabsteine. Ja. Und das ist ziemlich weit oben. Und die italienischen Friedhöfe haben Straßennamen. Ja. Via San bla bla bla. Via San bla bla bla. Damit du deinen Verstorbenen dort suchen kannst. Und das war ein Gebäude, ein kleines Häuschen, das man abschließen kann tatsächlich. Das heißt, du brauchst einen Schlüssel, damit du Blumen und sowas legen kannst. Und er hat es für meinen Uropa, hat es damals für sich, für seine Ehefrau und für ihre 4 Kinder, also meine Oma, und andere Großeltern von der Familie. Das heißt, das sind 6 Grabsteine, die
insgesamt sind und schon zwei gefüllt sind wegen Opa, Oma und Opa. Ja. Das war ein Riesengebäude, also war wirklich fast so wie ein zweistockwerkiges Haus, kann man sagen. So riesig ist der Scheiß. Also wenn man Asche hat, kann man sich so vergraben lassen. Zwischen Friedhöfen. Sogar die Friedhöfe sind so groß, dass Autos durchfahren können. Wirklich krasse Scheiße. Ja, dann hat meine Schwester, weil sie einen anderen Vater hat, ihre Großeltern gesucht, aber nicht gefunden, weil die waren eine ärmlichere Familie. Und da gab es diese Kapelle, wo ja ärmere Leute vergraben sind. Und wir wussten nicht, dass sie da drin sind. Ja. Und deswegen schade, dass wir sie nicht gefunden haben. Aber gut. Bin auch teilweise mit denen aufgewachsen. Ich fand es auch sehr schade. Aber gut, wir haben auch den Mitarbeiter gefragt, die den Plan hat, wer wo vergraben ist. Ja, das muss der und der die Straße San Jose. San Jesu, irgendwas, ne? Haben wir gesucht, aber nicht gefunden. Sehr schade. Dann war es eine andere Familie, die mit demselben Nachnamen dort vergraben ist. Anscheinend. Na gut. Dann sind wir halt zu einer Bekannten gefahren. Das ist die Großcousine meiner Schwester. Die Cousine vom Vater meiner Schwester. So. Und haben wir sie halt besucht und so. Und sie wollte ihren Cousin sehen. Nach 10 Jahren oder 12 Jahren wollte sie ihren Cousin wiedersehen. Aber er war arbeiten, weil er schon 19 ist. Und er arbeitet in einem Restaurant. Und er hat sogar seine Pause für uns aufgeopfert. Er ist zu uns hochgefahren, um uns zu sehen. Und er hat sich komplett geändert. Man hat ihn schon erkannt an den Lippen und an den Augen, aber sein Gesicht hat sich komplett geändert. Er war so ein hübscher junger Mann und jetzt ist er, ja, weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Also nicht hässlich, aber sieht komplett anders aus als Kind. War schon krass, wie Menschen sich ändern können. Ich habe mich auch geändert, ja, aber das hat auch Gründe wegen Bart und Brille, die ich damals noch nicht hatte als Kind. Die habe ich erst tatsächlich bekommen, als ich in Deutschland kam. Warum auch immer. Davor habe ich nie eine Brille gebraucht. Vielleicht liegt es an der deutschen Luft, hä? Dumme Scheiße da. Und ja, es war schon so 19 Uhr oder sowas. Da musste der Cousin wieder arbeiten gehen. Und der Vater wusste, dass wir in Mirabella sind. Und wollte meine Schwester sehen. Und hat ihn auch getroffen und so. Ich bin halt nicht dahin, weil ich hatte keinen Bock. Vor irgendeine dumme Scheiße namert oder so. keinen Bock gehabt. Dann sehe ich ihn mal irgendwann mal wieder. Aber an den Tag hatte ich keine Lust. Und meine Schwester hat gesagt, wie lange können wir noch bleiben? So, ja, noch 10 Minuten, aber dann kommst du gerne am Restaurant, wo wir immer gegessen haben, damals. Also noch dort gelebt haben. So, alles klar. 10 Minuten, 5 Minuten vergingen. Ich rufe sie an. Meine Schwester geht niemals ans Handy ran. Ich weiß nicht, wieso. Die geht niemals ran. Ich hasse sowas. Aber wenn man sie anruft, wenn sie einen anruft, aber nicht antwortet, dann wirst du voll gespannt. Das ist so typisch meine Schwester. Wenn sie angerufen wird, nix. Gar nichts. Mailbox. Immer. Wirklich immer. Ich könnte sie dafür erwürgen, ey. Ohne Scheiß. Ah, furchtbar. Wirklich furchtbar, furchtbar, furchtbar. Nun ja, was soll ich dazu sagen? Es war sehr viel los. Achso, by the way, ne? Wir haben wieder eine Granita gegessen, falls ihr das kennt. In einer Bar. Die Granita war sehr lecker. Im Vergleich zu Catania Granita war das um Welten besser. Wirklich. In kleinen Orten gibt es am meisten die besten Sachen. Ich weiß nicht wieso, aber ist so. War sehr lecker. Wirklich sehr, sehr lecker. Aber
Nachdem wir die Cousine meiner Schwester besucht haben, sind wir zu der Tante meiner Schwester gefahren. Und oh mein Gott, die war so süß, wirklich. Ich liebe diese Frau. Sie hat uns umarmt und Küsschen gegeben und ich will aber auch Küsschen, ja, dann kriegst du auch Küsschen, kein Problem. Richtig süß. Sie ist extra von der Wohnung, wo sie wohnt, die Straße runtergelaufen, weil uns gesehen hat, vom Balkon aus. Oh mein Gott, das war so süß. Wir haben dort 2-3 Stunden verbracht, das war wundervoll. Die hat Chips rausgeholt, Süßigkeiten, Schokolade, alles mögliche, Snacks, Fanta, Cola, Sprites. Oh mein Gott, das war richtig wunderschön. Da hat sie ihr Haus gezeigt. Kennst du das noch? Weißt du noch, was hier war? Ja, das war wundervoll. Und dann hat sie tatsächlich meiner Schwester 2 Schildkrötenfiguren geschenkt, weil sie liebt Schildkröten über alles. Ja. Also die Tante meiner Schwester liebt Schildkröten über wirklich alles, wirklich. Die ist Schildkrötenfanat. Die hatte 40 Jahre eine Schildkröte, bis sie verstorben ist. Schade eigentlich, aber gut. Und da haben sie alte Geschichten ausgepackt, dies und das, hat ihren Enkel gezeigt. Dies und das, das war wundervoll, das war wirklich wunderschön. Also, wenn wir wieder nach Sizilien gehen, dann fahren wir auf jeden Fall wieder zu ihr. Es war wirklich wunderschön. Ich wünschte, wir wären noch länger geblieben, aber ging leider nicht. Es war schon 11 Uhr oder so. Naja, dann sind wir zu der anderen Tante gelaufen. Die sind ja 2 Straßen weiter. Haben wir auch die besucht. Und haben auch alte Geschichten ausgepackt, haben alte Fotobilder ausgepackt von der Hochzeit, wo sie damals geheiratet haben und so. War wirklich sehr schön. Es war wirklich wunderschön. Es war ein komisches Gefühl, wieder da zu sein, aber auch ein schönes Gefühl, falls ihr wisst, was ich meine. Wenn man zurück in die Heimat geht, wo man aufgewachsen ist und das wieder alles sieht und ja, die Verwandten sieht und besucht und so. Ey, das war wirklich, wirklich, wirklich. Das war einer der schönsten Tage meines Lebens während dem Urlaubs, muss ich sagen. Ja. Ich bin halt einfach so ein Familienmensch. Ich möchte selber irgendwann Kinder haben und ja, warum nicht? Ich meine, ein guter Vater wäre ich, glaube ich schon. Ja. So ist es jetzt nicht. Ja, und dann sind wir irgendwann 2 Uhr nachts, oder morgens eher gesagt, heißt es eigentlich, zurückgekommen in die Wohnung. Und zum Glück gab es keinen Stau wegen Ticketziehen oder irgendeinem Scheißdreck. Es war sehr spät. Und ich muss sagen, der Mond war außergewöhnlich gelb. Ich weiß nicht wieso, aber in Sizilien ist es öfters mal, dass der Mond irgendwie gelb aussieht. Anstatt weiß ist es richtig gelb. Und ja. Und das Ding war, mein Google Maps hat nicht funktioniert. Ich weiß nicht wieso. Er hat immer GPS gesucht. Ich habe tagelang nicht gecheckt, warum. Ich habe mir extra eine andere Navigations-App heruntergeladen, die ein bisschen rumgespackt hat. Aber egal, Hauptsache es hat irgendwie funktioniert. Und ja, in den nächsten Tagen sind wir auch in den Strand zu Catania gefahren. Oder in den Strand in Catania. Ja, sagen wir es so, es war zugemüllt, der Strand. Wirklich sehr zugemüllt. Unser Strand, wo wir gewohnt haben, während dem Urlaub, war wirklich sauber. Gar kein Müll, nicht mal ein Stück Papier. Aber in Catania, ey, da liegt alles rum. Schuhe, Müll vom Essen und was auch immer. Es war wirklich sehr dreckig, aber das Wasser war auch sehr klar. Und haben wir so viel im Wasser rumgeblödelt. Immer wenn ein Fisch gekommen ist, sind meine Schwester und der Kumpel auf mich draufgeklärt, weil sie haben Angst vor Fischen und so. Irgendwas hat mich berührt, schnell, Tena, fang mich auf. Das ist okay. Naja. Dann habe ich ihn halt da rumgetragen im Wasser. Ja, und dann haben wir ja, irgendwas getrunken. Ich habe mir Wasser gekauft und was am Strand. Da gab es eine Bar.
Meine Schwester hat sich ein Eiskaffee oder sowas geholt. War aber steinhart, als wäre es auch der Tiefkühltruhe. Naja. Und irgendwann ist der Kumpel wieder zurück mit seiner Familie gefahren. Nach Deutschland. Und dann haben wir noch zu dritt Catania in der Nacht besucht mit den ganzen Orten. Hat meine Mutter einen YouTube-Short. Nee, einen TikTok. Stimmt, die schaut ja TikTok. Macht auch TikToks. Ja, cringe, ich weiß, aber gut. Die macht so Selfies und macht irgendwelche Filter mit einer bestimmten Musik und so ein Scheiße. Naja, sie kann sich das leisten mit über 50 Jahren. Ist hier immer noch sehr attraktiv für Männer. Viele sagen, bei Frauen ab 30 geht's bergab mit der Aktivität, aber bei meiner Mutter, keine Chance. Die wird sogar von 30-Jährigen angebaggert, Alter. Oh Mann. Armselig, ich weiß. Naja. Ohne Scheiß, auch wenn ich dabei bin. Ey, du Hübsche. Ey. Der ist Mitte 30 oder 30, 20, was weiß ich. Nee. Wirklich eine Katastrophe. Oh Mann. Naja, jedenfalls haben wir Catania in der Nacht besucht und ja, da haben sich meine Mutter und Schwester wieder gezopft. Meine Mutter muss immer irgendwelche Themen wie Frauenvergewaltigung auspacken, wenn wir essen. Mich juckt's nicht, aber meine Schwester war halt in dem Moment sehr sentimental und hat angefangen zu weinen und hat meine Schwester, meine Mutter beschimpft und dass ich kaltherzig ist und scheiß, ey. Ich hatte keinen Bock mehr auf die Pizza. War sehr lecker, die Pizza, aber ich konnte nicht mehr essen, weil ich hatte keine Lust mehr. Ah, Mann. Aber irgendwie konnte ich wieder die Stimmung aufheben. Oder sowas. Weil ich immer so bescheuert bin und die Menschen zum Lachen bringe, tatsächlich. Mit irgendwelchen dummen Sprüchen oder irgendwelchen dummen Aussagen, die niemand tätigen würde, zum Beispiel. Naja, da war die Stimmung wieder gut. Haben auch viele Fotos gemacht von Catania. Ich habe dazu für Kanalmitglieder exklusiv ein Video dazu gemacht von den ganzen Bildern mit der Musik. Könnt ihr euch gerne angucken, aber nur für Kanalmitglieder, es tut mir leid. Es muss etwas kommen für Kanalmitglieder exklusiv, ja. Die bezahlen und kriegen nichts wirklich dafür. Naja. Ein Channel-Update wird bald kommen, macht euch keine Sorgen. Sobald sich alles geklärt hat mit dem geheimen Projekt und dann wird alles auf einmal veröffentlicht als ganz großes Update-Video. Ja, und dann sind wir wieder am Strand gewesen nach Catania. Es war schönes Wetter. Aber die letzten zwei Tage war es nicht mehr so schön. Wir sind tatsächlich zum Ätna gefahren. Nach einer Stunde Autofahrt sind wir endlich angekommen und alles war voller Vulkanasche. Ja, Vulkanasche. Was jetzt nicht so schlimm ist, aber gut. Da habe ich mir so eine Jacke gekauft, wo Ätna draufsteht. Wunderschön, mit so einem Berg. Und die hat, glaube ich, 22 Euro gekostet. Und die Jacke, Größe, ist XL. Und die hat mir gepasst. Ich weiß nicht, wieso. Habe ich zugenommen oder sind die Größen in Italien komplett anders? Dass M dann S, X oder XS ist in Deutschland oder so, keine Ahnung. Aber XL hat mir sehr gut gepasst. Ich habe es anprobiert. Habe ich gekauft. Und ja, meine Mutter hat sich noch ein T-Shirt oder sowas geholt. Und dann sind wir Zug gefahren. So ein kleines Zügchen. Die Fahrt hat 10 Euro gekostet pro Person, also 30. Und sind durch ein Tal gefahren von Ätna. Und da gab es eine Durchsage oder Durchsagegeschichte. Auf Italienisch, Englisch, Deutsch, Spanisch, was auch immer, konnte man wählen. Ich habe gesagt, ja, nee, Italienisch passt. Italienisch, Deutsch, Englisch passt, alles. Okay, dann machen wir Italienisch und Englisch. Okay, alles klar, mach mal. Und ja, du hast fast nichts verstanden, weil wenn dann so ein Hügel kam und Steine da waren, die Durchsage ist durchgelaufen, du hast nichts verstanden. Aber die Geschichten waren ziemlich interessant, wie so alles war damals, als der Vulkan noch aktiv war, wie viel Asche runtergekommen ist im Vergleich zu heute, in diesem, das. Wenn ihr sowas macht, dann empfehle ich das euch, auf jeden Fall.
mit eurer Sprache, die ihr versteht. Da gibt es Englisch, Britisch-Englisch, Italienisch, Französisch, Spanisch und Deutsch. Und ja. Ich muss kurz überlegen, was da noch war. Achso, dann sind wir durchgelaufen. Und wir haben Pistaziencreme gekauft. Mhm, Pistaziencreme. Und der Typ hat uns alles probieren lassen. Hier ist Pistaziencreme. Hier ist Mandelcreme. Hier ist Nüssencreme. Hier ist Erdbeercreme. Hier ist Mandarinencreme. Hier ist Honig mit Mandarinengeschmack. Hier ist Mandarine mit Honiggeschmack. Hier ist... Boah, was weiß ich, was für Geschmäcker. Wir haben 10 Sachen probiert, Alter. Und zum Schluss kam Honig mit Pfefferminz, Alter. Das ist gut gegen Halsschmerzen. Und Erkältungen allgemein. Und so, aber... Gut. Ich meine, das Stärkste kam auch zum Schluss, ne? Wir hatten auch nichts mehr zu tun. So, der hat uns gewarnt, ja, aber es ist sehr stark, ne? Schmeckt aber auch sehr gut. Da kannst du deinen Hustensaft einpacken. Also das hat meine Lunge so mein Hals so ver... Oh mein Gott, befreit. Gottes Willen, Deutsch. Ah, furchtbar. Aber bis dahin gehen 300 Dinger, 300 Gramm. 8 Euro, das ging eigentlich voll fit. Ich habe woanders geguckt, da zahlst du 10 Euro für 190. Also haben wir gute Schnäppchen gemacht, muss ich sagen. Und ja, und ich sage mal so, bei der Fahrt wurden wir auch zu einem Hotel gefahren. Mit Souvenirs und so, wo es überteuert war, Alter. So eine Jacke, 55 Euro. 55 Euro. Ich habe dafür da am Fuß des Berges 22 Euro bezahlt, hallo? 55 Euro für dieselbe fucking Jacke. Ja, nee, ist klar. Wir haben nichts gekauft. Wir haben Schokolade probieren können. Die war auch ziemlich lecker, aber wir haben nichts gekauft, weil überteuert AF. Natürlich haben die Hotelbetreiber Provisionen bezahlt, damit die dort anhalten mit dem Zug. Die haben nichts gekauft. Und natürlich die dummen Touristen, die mit uns gefahren sind, haben alles Mögliche gekauft. Die haben 40 Euro für ein Armband, eine Halskette. Und das war's, glaube ich, schon bezahlt. Richtig dumm, Alter. Was stimmt mit euch nicht? Naja, nach der Zugfahrt sind wir wieder ein bisschen rumgelaufen. Für die Kanalmitglieder exklusiv habe ich auch ein Video gemacht, wie wir durchgelaufen sind durch den Tal und was es zu sehen gab. Und ja, wer Kanalmitglied ist, kann sich das gerne wieder angucken. Verlinke ich in der Videobeschreibung unter exklusive Kanalmitglieder-Videos. Und zudem muss ich sagen, wir sind einen Berg hochgelaufen, wo meine Schwester bei ein Siebtel schon aufgegeben hat und ist nicht mal hochgelaufen. Meine Mutter ist bis zum schlimmsten Punkt hochgeklettert oder hochgelaufen, aber ist nicht mehr weitergelaufen. Was soll ich sagen? Ich war sehr enttäuscht von ihr. Ich dachte, sie kommt noch. Wo bleibt die denn, Alter? Ich bin bis zum höchsten Berg gelaufen und geklettert. Ich habe so viele Fotos gemacht und Videos und... Ja, ich sag mal so, ein Russe hat es übertrieben, Alter. Der hat sich am Hang festgehalten und hat gesagt, mach mal Foto. Ich habe ein paar Selfies gemacht. Natürlich nicht für Instagram oder sowas, ne? Mein Gesicht bleibt geheim. Nur gewählte Personen haben Fotos bekommen, zum Beispiel Familie und so. In der WhatsApp-Gruppe. Ja, also für YouTube und sowas gibt es keine Fotos bei mir. Ja. War wunderschön. Ich habe die Aussicht wirklich genossen. Du konntest alles sehen. Wirklich wundervoll. Und ich habe sogar eine Idee gehabt. Aber die wird nicht verraten, weil es YouTube-Kanal-Mitgliedschaft exklusiv ist. Also, wenn ihr euch das Video anschauen wollt über den Ätna und so, ist das dann exklusiv für Kanalmitglieder.
wenn das rauskommt. Ja, ich muss noch gucken, wie ich das schneide und gestalte. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei euren Urlauben. Manche gehen später, erst im September und Oktober. Aber ja, das war mein Urlaub. Ja. Am letzten Abend sind wir zu dieser Cocktailbar gefahren oder gelaufen, wo wir zum ersten Mal Cocktail getrunken haben. Und, am vorletzten Abend, stimmt. Nee, es war am. Nee, wann war das? Doch, am vorletzten Abend sind wir an diesen Restaurant mit den Thailändischen gegangen. Da habe ich Burger gegessen, weil das meiste war mit Fisch und das scharf. Da habe ich gesagt, ich nehme Burger. Und oh mein Gott, der Burger war so lecker, Alter. Leck mich am Arsch. Der war so lecker. Boah, geile Scheiße, du. Wirklich. Wirklich sehr geil. Wenig Pommes, deswegen habe ich mir eine extra Portion Pommes gekauft. Aber gut. Ich meine, für 50 Euro haben wir gut gegessen. Wir hatten Chicken. So, Filet-Chicken paniert. 10 Stück mit einer Soße. Dann hatten wir Pommes. Große Portion Pommes mit Mayo und Ketchup. Meine Schwester hat Nudeln mit Fisch gehabt. Meine Mutter hatte Reis mit Fisch und so. Typisch thailändisch halt. Und ich hatte einen Burger für 50 Euro und Nachtisch. Sage ich nicht nein, Alter. Das war echt lecker. Also das hätte gerne eine 5-Sterne-Bewertung gehabt auf Google. Das war auch sehr, sehr lecker, muss ich sagen. Ja, und am letzten Tag vor der Abreise sind wir zu einer neuen Bar gefahren oder gelaufen auf die anderen Seite. Wieso auch immer wir nicht schon früher gegangen sind. Man konnte draußen chillig sitzen, keine Autos, die dich nerven. Und die Granita, Alter, das war mit Zitronenschale. Granita mit Zitronenschale und du hast richtig geschmeckt, dass es wirklich Zitrone ist. Und sie haben sich wirklich Mühe gegeben. Wirklich so lecker. Und dann noch die Brioche dazu. Oh mein Gott, war das lecker. Oh, ich bin fast gestorben. Das war so lecker. Wirklich sehr, sehr lecker. Dafür habe ich gerne 2,40 Euro gezahlt. Alter, das war wirklich sehr lecker. Das war die beste Granita meines Lebens. Mal gucken, ob es noch viel bessere gibt, ne? Aber schade, dass ich nicht nur einmal gegessen habe, weil wir sind immer zu einer anderen Bar gefahren. Das war so lecker. Dass die Zitronenschale immer noch geschmeckt, als wäre es wirklich frisch und so. Also wirklich sehr, sehr lecker. Nun gut. Jetzt machen wir was Schönes für die Leute, die bis zum Ende geschaut haben. Und zwar, ihr postet einen Satz mit dem Thema Sommer. Und zwar nicht einfach so Hashtag Sommer, sondern einfach irgendein Satz wie zum Beispiel, ah ja, mein Sommer war so und so. Und dann weiß ich ganz genau, dass ihr bis zum Ende geschaut habt, die 1 Stunde 20 euch gegeben habt, ohne Schnitt beim Sprechen, aber im, ja, im Hintergrund seht ihr ja Runden mit Kanalmitgliedern, die ich gestaltet habe. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Video und ich hoffe, ihr konntet das Video genießen. Zum nebenbei anhören, während ihr zockt oder sowas. Mit entspannter Musik, die ich so finde. Vielleicht nehme ich so Nintendo entspannte Musik oder Nintendo Games Musik, die ja relativ cool ist, aber auch sehr schön klingt und zum Sommer passt. Mal gucken, was ich so finde. Auf jeden Fall, ich bedanke mich fürs Zuschauen, für die lange, lange Zeit mit euch hier im Video, die ihr miteinander verbracht habt. In den Kommentaren sehen wir uns hoffentlich. Und ich hoffe, es war sehr interessant und cool. Und wir sehen uns in den nächsten Videos oder Livestreams, die ich so gestalte. Bis zum nächsten Mal. Ciao.